Moin moin ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Redstone Schule. Heute mit einem roten T-Shirt, dafür aber kein Busch dabei. Und da kein Busch dabei ist, konnten wir keine lustige Anfangsszene aufnehmen. Und da mir nichts eingefallen ist, habe ich gedacht, ich begrüße euch einfach mal so. Nicht erschrecken, dass ich jetzt so fett auf eurem Bildschirm zu sehen bin. So fett. Wir starten direkt rein und was wir heute machen, ist ein Zufallsgenerator. Seid gespannt. So, und wie baut man jetzt so einen echten Zufallsgenerator, der absolut zufallsgesteuert ist? Dazu muss ich euch erst was über die Eigenschaften von Items erzählen. Die haben nämlich unterschiedliche Gewichte. Die sind unterschiedlich schwer. Und was das bedeutet, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier mal einen Dropper hingestellt. Dropper mit einem Trichter, der in seinen Mund rein zeigt. Packe in diesen Dropper einen Block Dirt und einen Block, nämlich eine Lore, ein Minecart. So, dann setze ich hier vorne einen Comparator an, der den Trichter ausliest. Baue hier eine kleine Redstone-Strecke. Machen wir mal 5 weit, das reicht locker. Und zum Verdeutlichen, so, zur besseren Sichtbarkeit baue ich jetzt mal hier ein paar Repeater hin. Das sind schon mehr als benötigt werden. Und baue hier mal im Wechsel Laternen hin. Und dann können wir nämlich gleich sehr genau erkennen. So. Ups, die letzte Laterne habe ich natürlich voll daneben gesetzt. Ist aber auch egal, so weit kommen wir nämlich gar nicht. Wenn wir genau erkennen, ob das Signal 1 weit oder 3 weit geht. Wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, wird also zufällig hier das Item ausgewählt und diesmal war es der Dirt. Wir haben gesehen, es ist nur eine Lampe angegangen. Es ist wieder der Dirt gewesen, wieder nur eine Lampe. 3 Lampen sind an. Jetzt haben wir das Minecart. Ja, die Energie ist hier 1, 2, 3 gespielt, wurde von den Repeatern aufgenommen und an den Leuchtblock abgegeben. Jetzt haben wir wieder nur den Dirt. Dirt. Und wieder die Lore. So, damit wir das Ganze in eine vernünftige Bahn bringen, wir wollen ja nicht nur zufälliges Licht haben, reißen wir den Kram jetzt erstmal wieder weg. Und dann haben wir einen Repeater schon ganz gut liegen. Ja, nicht ganz. Doch, der kann so liegen bleiben. Dann packen wir hier einen nebendran. So. Hauen hier 2 Blöcke hin. Auf den ersten machen wir eine Fackel. Hier vorne dran machen wir eine Fackel. Und hier folgt ein Stückchen Redstone. Jetzt ziehen wir das Ganze nach hier. Und jetzt ist auch unser Zufallsgenerator für die Entscheidung, ob links oder rechts oder 1 oder 2, schon fertig. Halt, nicht ganz. Entschuldigung, ich habe hier noch einen ganz wichtigen Repeater vergessen, sonst ist das Signal nicht lang genug. So, geht jetzt die Lore hier rein? Wir machen es erstmal mit der Erde. Geht die Erde hier rein, haben wir ein Signal von 1, das rauskommt. Das heißt, Signal geht bis hier, wird nur von diesem Repeater angenommen. Er licht hier oben die Fackel. Wird dieses Redstone nicht mehr bepowert? Und wenn dieses nicht mehr bepowert wird, ich nehme es auch kurz weg, geht diese Fackel hier an und hier vorne haben wir ein Signal. Also, nochmal fürs Verständnis. Hier ist das Signal einfach nur negiert worden. Das heißt, dadurch, dass diese Fackel brennt, brennt diese nicht. Brennt diese nicht, brennt aber diese. Und das erreichen wir, wenn der Dirtblock hier reinkommt, wird ausgelesen, Signal 1 geht in dieses Redstone, wird von diesem Repeater abgefangen, geht in diesen Block, der licht damit, er licht damit hier diese Fackel. Die sorgt dafür, dass diese Fackel angeht und das Signal kommt hier drüben an. Einfach. So. Jetzt haben wir hier die Lore aber noch drin. Wenn die Lore reingeht, dann kommt das Signal nach hier. Es passiert erstmal im Grunde genau das gleiche wie vorher auch und da hinten würde das Licht angehen. Damit es aber nicht passiert, wird hier das Signal nochmal abgenommen und die Fackel, die eigentlich angehen würde, weil das Signal, das hier durchlief, die Fackel geht aus und die geht an, unterbrochen werden muss, geht hier nochmal Redstone Energie genau in den Block und die Fackel wird auf diesem Weg zum Erlöschen gebracht. Ja, also sie wird nicht mehr, ist nicht mehr aus, weil diese Fackel an ist, weil die geht ja mit aus zwangsläufig, sondern sie geht aus oder bleibt aus, weil hier noch der Block bepowert wird. Und hier der Repeater sammelt dieses 3-Stärke-Signal auf und gibt es weiter nach hier. Die da drüben bleibt aus, die geht an, weil wir hier diesen Mechanismus zum Dauerdeaktivieren haben. So, wie das in der Praxis aussieht, schauen wir uns an. Ich klicke also jetzt hier auf den Knopf. Das Signal ist nach rechts gewandert. Warum? Es war 1 stark. Jetzt haben wir 3 stark.
Und ihr seht genau, was passiert ist. Na, ich drück's nochmal. Eins stark. Es ist darüber gewandert. Die Fackel ist angegangen, die ist ausgegangen und da vorne haben wir Energie. Wieder nur eins stark. Wieder nur eins stark. Und drei stark. So. Warum kann ich jetzt die Energie nicht einfach anders abnehmen? Ich baue das Ganze nochmal nebenan auf. Ich drehe das ganze Spiel mal um. Und baue sowas nochmal. Und zwar setzen wir das hier hin. Zack. Den Trichter rein. Dann packen wir da wieder die Lore rein. Und packen wieder ein Dirt rein. Sodale. Wir machen uns auch einen Knopf hier dran. Upsala. Dann packen wir hier wieder einen Comparator davor, der das Ganze ausliest. 1, 2, 3. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, dieses ganze Bauwerk hier ist totaler Quatsch, den braucht kein Mensch. Das ist ja Unsinn, wozu denn? Aber ist es eben nicht, denn wenn ich jetzt hingehe und setze hier einen Repeat daran, der diese eine Energie abnimmt, hier hinter schickt in die Laternen rein und hier die Energie abnehme, der das Dreier-Signal quasi auffängt. So, und jagt das hier hinten in die Laterne rein. Dann habe ich ja, wenn eins nur stark ist, dann leuchtet ja nur das und das da hinten nicht. Das ist richtig. Aber wenn das Dreier-Signal kommt, wie jetzt, gehen beide an. So, jetzt kam das Einser, jetzt geht das Rechte an. Jetzt kamen beide. Also, ihr seht, man kommt um diesen kleinen Mechanismus hier nicht rum, aber der ist auch nicht so hochkomplex. Der dient einfach nur dazu, das Dreier-Signal auf die rechte Seite abzuschneiden. Jetzt ist es ja so, ich habe das Ganze ja schon mal verbaut. Wir gehen da mal kurz hinrennen. Und zwar ist das ja hier meine Zufallsmaschine, die slash p ph.quiz. Genau. Diese Maschine entscheidet ja darüber, ob hier die mittlere, die rechte oder linke Tür per Zufall sich öffnet im Boden. Da habt ihr es gesehen, da ist eine Luke aufgegangen. Gleich geht sie wieder zu. Und zack, ist der Boden wieder dicht. Ich drücke nochmal drauf. Jetzt ist es ganz links aufgegangen und wieder zu. Drücke nochmal drauf. Jetzt ist es in der Mitte. Diesmal hatten wir sogar eine Reihenfolge, ist aber tatsächlich rein willkürlich und Zufall. Aber jetzt werdet ihr euch denken, guck mal, jetzt ist mir wieder die Mitte aufgegangen. Jetzt werdet ihr euch denken, ja, ist ja alles schön und gut, aber was du uns gezeigt hast, das führt ja nur zu zwei Signalen. Wie kannst du damit denn drei Dinger ansteuern? Da sieht man es nochmal genau. Da ist jetzt aufgegangen. Und zack, geht's wieder zu. Ja, also rein zufallsgesteuert. Jetzt war es rechts. Da sieht man es. Wie geht das? Das ist ganz einfach. Du musst einfach nur, oder man muss einfach nur hingehen, ich gehe mal hier unten rein in die Technik, und muss mehrere dieser Geräte hintereinander schalten. So, ignoriert mal hier diese Grasstrecke, das ist einfach nur das Signal, das von oben runterkommt und hier in die erste Maschine reingeht. Also anstatt einem Knopf befeuere ich hier diese erste Zufallsmaschine mit einem Redstone-Signal von dem Knopf, der oben liegt. Das ist einfach nur verlängert. Das Signal, was hier rauskommt, geht entweder zur Falle Nummer 1, die aufgeht, oder in Zufallsmaschine 2, die aufgeht, die dann nochmal neu entscheidet, ob die Tür 2 oder die Tür 3 geöffnet wird. Es sind also zwei Zufallsmaschinen hintereinander. Aber jetzt kommt die nächste Frage. Wie kann es denn sein, dass dann immer noch die Türen gleichberechtigt sind? Wir reden hier von einer 33,33% Chance, dass eine der Türen aufgeht. Die sind absolut gleichberechtigt in ihrer Chance aufzugehen. Das funktioniert folgendermaßen. Und zwar haben wir hier vorne drin in diesem Dropper diesmal drei Items liegen. Wir haben einen Corrosion Dirt, wir haben einen Cobblestone und wir haben einen Minecart. Der Cobble ist auch leichter als das Minecart und gibt ein kürzeres Signal ab. So, ich kann das mal aktivieren. Ich baue jetzt hier mal einen Knopf ran zum Zeigen. So, da habt ihr es gesehen. Ein Signal von 1 und hier war der Dirt drin. Ein Signal von viel. Hier ist das Minecart drin. Wieder viel, das ist wieder das Minecart. Brauchen wir gar nicht nachgucken. Diesmal war es der Cobblestone. Also, der Cobblestone ist vom Gewicht her für dieses Spiel genauso viel wert wie die Erde. Und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal an unserem Bau an hinten. Nein, kein Knopf dahin. Und
Stone Bricks und dicht machen. So, slash PH. PH2. So, jetzt sind wir nochmal hier. Ich mache mal Tag, damit man besser sieht. Und ich entferne jetzt mal den Knopf hier von der ersten Maschine. Und dann bauen wir hier mal das Ganze richtig auf. Also hier wieder die zwei Repeater hin, zwei Steine dahinter. Hier oben eine Fackel drauf, vorne eine Fackel dran, ein Redstone, um das zu verbinden. Zack, geht diese Fackel hier aus. Wir legen das Signal hier vor, machen da noch eine Laterne hin. Und jetzt haben wir die zweite Maschine auch fertig. So, soweit so gut. Hier sind alle Items richtig drin. Und hier schmeißen wir jetzt noch ein Cobblestone mit rein. Jetzt haben wir im Prinzip die identische Maschine wie drüben. Außer, warte, das können wir auch noch machen. Wir befeuern jetzt nicht mehr mit dem Knopf direkt hier, sondern wir machen das so, wie es drüben ist. Wir legen hier eine kleine Leitung. So. Und holen uns die Knöpfe wieder aus dem Inventar. Und befeuern von hier. Und jetzt haben wir eine Zufallsmaschine, die drei Zustände erhält. Hier habe ich die wichtige Verbindung vergessen. Und zwar verbinden wir jetzt. So, das hier ist jetzt quasi das, was vorhin die Tür 1 war, die aufgegangen ist im Boden. Das hier ist die Leitung, die entscheiden lässt zwischen Tür 2 und Tür 3. Und zwar feuern wir einfach damit hier die Maschine an, die dann entscheidet, ob hier Tür 2 oder Tür 3 aufgeht. So, wenn ich jetzt den Knopf drücke, hat sich diesmal für Tür 1 entschieden. Das ist rechts rumgegangen mit dem Mechanismus, wie ich ihn erklärt habe. Wir machen es nochmal, es ist wieder rechts rumgegangen. Machen es nochmal. Es ist links rumgegangen und es hat sich für den linken Weg entschieden. Tür 3 ist aufgegangen. Klicken wieder. Es ist wieder nach Tür 1 gegangen. Es ist wieder nach Tür 3 gegangen. Oh, jetzt habe ich etwas zu früh geklickt. Man muss natürlich erst warten, bis es entladen ist, das Ganze. Sonst kommt dabei Käse raus. So. Nach rechts gegangen zur Tür 1. Nach links gegangen zur Tür 3. Ah, da, jetzt haben wir die Mitte erwischt, Tür 2. Also, absoluter Zufall. Nicht davon abschrecken lassen, dass jetzt 3, 4, 5 Mal hintereinander das gleiche aufgeht. Das ist wahrer Zufall. Ja, das heißt nicht, dass es nicht funktioniert und dass eine Tür bevorzugt wird, sondern es könnte genauso gut sein, dass 5 Mal nacheinander die mittlere Tür drankommt. Und das Schöne ist, dieses Thema ist modular. Ja, man könnte jetzt genauso gut an diesen Ausgang hier auch noch eine weitere Maschine auch anhängen, so dass man zwischen 1, 2, 3 und 4 entscheidet. Und man könnte wiederum an diese Maschinen auch wieder jeweils eine dranhängen, sodass man zwischen 1 und 8 entscheidet. Oder zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das kann man beliebig fortsetzen im Grunde. Und eine sehr, sehr, sehr schöne Sache, um sich einen echten Zufall zu bauen. Ich hoffe, das war nicht so kompliziert. Ich hoffe, ihr habt das gut verstanden. Und das nächste Mal ist hoffentlich auch Busch wieder dabei, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat. Wir waren halt ein bisschen spät dran durch meine Krankheit leider auch. Ja. Ich war jetzt krank für viele Tage und in der Zeit konnte ich natürlich auch nicht aufnehmen. Und habe jetzt ganz, ganz kurz vor Veröffentlichung dieses Video hier schnell fertiggestellt. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da und drückt die Glocke. Und vergesst nicht, am 26. September 12 bis 14 Uhr und am 28. September ab 21.15 Uhr gibt es sowohl ein Teil 1 und Teil 2 von meinem Geburtstags- und Abo-Stream. Ja, für die 555 Abos, die wir ja schon geknackt haben, mache ich einen Special-Stream, den lege ich in meinem Geburtstagsstream zusammen. Und weil einige Leute nur mittags können, andere wieder nur abends können, splitte ich das in zwei Events. Also Teil 1, Samstag, 26.09. 12 bis 14 Uhr, Teil 2, Montag, der 28.09. von 21.15 Uhr an bis, schauen wir mal. Ja, und heute Abend gibt es auch einen Stream. Ich hole den Stream vom Montag nach, also heute Abend einschalten. Bis dann, euer Rouge.